Hallo und schönen guten Tag, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Verena Wentele, ich bin die Präsidentin des größten Sozialverbands VDK. Für uns als größten Sozialverband ist natürlich das Thema Rente schon traditionell und aus historischen Gründen ein wichtiges und wesentliches. Gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir uns schon vor über 75 Jahren dafür eingesetzt, dass die Menschen, die als Kriegsversehrte aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt sind, gute Renten bekommen, von denen sie leben können. Natürlich sind heutzutage unsere Themen vielfältig. Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Bekämpfung von Armut, all das sind Themen, mit denen wir uns befassen. Und ja, am Ende hängen diese Themen doch alle irgendwie zusammen. Die Gründe, warum wir uns heute für gute Rente einsetzen, sind ein Stück weit andere wie noch vor 75 Jahren. Heute geht es weniger, glücklicherweise, um die Versorgung und Unterstützung von Kriegsversehrten. Aber wo wir uns treu geblieben sind und was gleich geblieben ist, es geht noch immer darum, dass kein Mensch in Armut leben muss. 2021 hatten fast 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner eine Rente unterhalb von 1.000 Euro. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen von unter 1.000 Euro leben. Das ist verdammt schwer. Von Altersarmut betroffen sind in unserem Land vor allem Frauen. Es hat vor allem damit zu tun, dass natürlich viele Frauen keine durchgehenden Erwerbsbiografien haben, dass sie keine Kinderbetreuung zur Verfügung hatten, dass sie zu niedrigeren Löhnen arbeiten mussten und dass sie deswegen natürlich auch weniger in die Rentenversicherung einzahlen konnten. Und deswegen ist das Thema Bekämpfung von Armut, von Kinderarmut und Altersarmut bis heute eines, das uns als größten Sozialverband mit über 2,2 Millionen Mitgliedern sehr umtreibt. Lassen Sie uns auf die Rente schauen. Es gab immer wieder Experimente am Finanzmarkt bezüglich unserer Rente. Und es gibt immer wieder krude Forderungen, die durch die politische Welt geistern und durch die Medienlandschaft, wie zum Beispiel, die Menschen sollen doch einfach länger arbeiten, die Lebenserwartung steigt, kein Problem, wer eine gute Rente haben will, soll einfach länger und mehr arbeiten. Wenn es doch so einfach wäre. Und wenn es auch so einfach wäre, Aktien zu nutzen, um die Rente zu stabilisieren, dann wäre unser Leben, auch das von armen Rentnerinnen und Rentnern, sicherlich etwas leichter. Aber ich kann Ihnen sagen, aus vielen Jahren politischer Arbeit im VDK, so einfach ist die Welt leider nicht. Und die Aktie an sich ist kein Allheilmittel. Dafür haben wir viele Beweise. Ein Beweis beispielsweise ist, dass auch schon durch die Riester-Rente, die 2002 eingeführt wurde, der Versuch gestartet wurde, auch durch Aktien die Rente zu stabilisieren. Was wir aber heute wissen, die Riester-Rente ist gescheitert. Die Verwaltungsgebühren sind hoch und der wirkliche Profiteur der Riester-Rente sind bei weitem nicht die Rentnerinnen und Rentner, sondern die Versicherungswirtschaft. Ein Zeichen davon ist, dass jede fünfte Riester-Rente derzeit ruhend gestellt wurde, also nicht mehr bespart wird. Für viele Menschen hat sich das sogenannte Riestern also nicht gelohnt und hat eher Geld gekostet und wenig Rendite gebracht. Von den versprochenen 4% ist fast nichts übrig geblieben. Und das spricht doch für sich, beziehungsweise, um es anders auszudrücken, vielleicht gegen die Aktienrente und nicht dafür. Lassen Sie uns jetzt zu den neuen Vorstößen der Bundesregierung kommen. Im Koalitionsvertrag steht, dass es eine sogenannte Aktienrente geben soll oder wie es jetzt inzwischen heißt, ein Generationenkapital, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren. Geplant ist, dass jährlich ein Betrag von 10 Milliarden, jetzt liest man teilweise auch schon 12 Milliarden Euro Zuschuss jedes Jahr, genutzt wird, um Aktien zu kaufen, die dann das Rentenniveau absichern und die gesetzliche Rente stabilisieren sollen. Lassen Sie uns das doch mal ganz genau anschauen. Wenn wir sehen, wie die Finanzmärkte sich heute entwickeln, dann sind die Prognosen hier doch deutlich schlechter, als es in den letzten Jahren der Fall war. Der Kenfo, der Aktienfonds, der staatliche, der auch das Generationenkapital verwalten soll, der hat unlängst einen Verlust von ca. 12% verzeichnet. Wenn man jetzt aber weiß, das Geld, das die Bundesregierung ins Generationenkapital steckt, nämlich die 10 oder vielleicht dann auch jährlich nochmal plus 12 Milliarden, müssen aufgenommen werden. Das kostet wiederum Zinsen und die müssen erstmal reinverdient werden. Und dann sieht man gegenüber den Verlust von 12% des Kenfo im letzten Jahr. Dann habe ich doch hohen Zweifel, dass dieses Geld wirklich beiträgt zur Stabilität der Rentenversicherung und zur Bekämpfung von Altersarmut. Ein anderes, für mich ganz schwieriges Thema ist aber auch, wie werden Gewinne an der Börse eigentlich erzielt? Fondsmanager investieren global. Sie investieren in Unternehmen, die beispielsweise in Deutschland hohe Gewinne einfahren,
hier aber kaum bis keine Steuern bezahlen. So funktioniert globale Marktwirtschaft. Soll so aber unsere Rentenversicherung funktionieren? Soll das unseren Sozialstaat stabilisieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der schwedische Aktienfonds investiert in deutsche Pflegeheime und erwirtschaftet hierzulande in den letzten Jahren 10 bis 12% Rendite. Ja, 10 bis 12% Rendite klingt erstmal gut, wenn wir aber wissen, was der Preis ist, nämlich weniger Personal, das für die Pflegebedürftigen da ist, und Sparmaßnahmen an jeder Ecke, damit diese Renditen am Ende rauskommen können, spricht das nicht gerade dafür, dass mit so einer Art von Anlage der Sozialstaat stabilisiert wird. Die andere Thematik, die ich vorher angesprochen hatte, ist aber natürlich auch die Besteuerung von Unternehmensgewinnen. Solange wir nicht gesichert haben, dass die Unternehmen auch an den Orten, in den Ländern, wo sie die Gewinne machen, dieselbigen auch versteuern, sollten wir nicht darauf setzen, von staatlicher Seite in Aktienfonds zu investieren, in denen global angelegt wird. Denn auch eine Art von, in Anführungsstrichen, Steuerflucht kann nicht das sein, was wir für unseren guten, funktionierenden Sozialstaat haben wollen und haben müssen, der nur dann funktionieren kann, wenn alle Menschen und auch alle Unternehmen hierzulande ihre Steuern bezahlen. Deswegen sind Aktien für mich nicht das Mittel, womit wir Altersarmut wirklich effektiv verhindern und bekämpfen können. Dass es aber Mittel und Wege gibt, ist klar. Und über die diskutieren wir als größter Sozialverband mit vielen Politikerinnen und Politikern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon seit vielen Jahren. Einer der wichtigsten Wege beispielsweise ist, dass endlich alle Erwerbstätigen, also auch die Beamtinnen, Beamte, Selbstständigen, Politikerinnen und Politiker, unser Rentensystem mit ihren Beiträgen finanzieren und stabilisieren. Je mehr Menschen einzahlen, desto breiter ist die Basis, die wir zur Verfügung haben. Wichtig ist aber auch, dass wir endlich wieder ein Rentenniveau auf über 53% haben, damit die Menschen auch im Alter von ihrer Rente leben können und nicht immer mehr Menschen in die Altersarmut abrutschen. Entscheidend für eine gute Rente ist aber natürlich auch eine solide und gute Arbeitsmarktpolitik, die sich vor allem darin zeigt, wie Löhne gestaltet sind. Als Sozialverband VDK sind wir der Überzeugung, dass es einen Mindestlohn von mindestens über 14 Euro braucht, denn nur mit diesem wird man eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften können. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass es mehr staatliche Zuschüsse braucht, um die sogenannten versicherungsfremden Leistungen in der Rentenversicherung zu decken. Wir gehen davon aus, dass es ca. 34 Milliarden Euro jährlich bräuchte, um alles, was gesellschaftliche Aufgaben sind, das aus der Rentenversicherung finanziert wird, eben von staatlicher Seite zu decken. Wenn also der Finanzminister und die ganze Ampelkoalition Geld hat, das sie in die Rente investieren wollen, dann hätten wir gute Wege, die uns einfallen, um das auch wirklich umzusetzen. Aktien sind definitiv nicht der Weg. Denn an Aktien verdient natürlich auch der Staat ein bisschen was, wenn es gut läuft an der Börse. Der Staat trägt aber auch die Risiken, wenn es schlecht läuft. Wer am Ende aber wirklich verdient, das sind die, die auf Kurse wetten, das sind die, die viel investieren und das sind die, die keine Skrupel haben und denen Sozialstandards und eine gerechte Steuerpolitik nicht das wichtigste Anliegen ist. Ich wünsche Ihnen heute gute Diskussionen und ich wünsche Ihnen vor allem, dass Sie und wir gemeinsam Verbündete finden, die sich gegen die Aktienrente aussprechen und versuchen, eine Rentenpolitik in die Wege zu leiten und umzusetzen, die fair, gerecht ist und wo die Risiken überschaubar sind und von allen gemeinsam getragen werden. Und das kann nur in einer Rentenversicherung, in die alle einzahlen, wirklich gut gelingen. Das wäre also mein Vorschlag. Finger weg von der Aktie hin zu einer echten erwerbstätigen Versicherung, in die alle einzahlen, wo am Schluss aber auch alle von profitieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.